Moin und ich begrüße euch zum Finale der Blitzwoche im Juni. Nachdem ich jetzt zwei Katastrophenschwarzpartien hinter mir habe, hoffe ich, dass die letzte Partie mit Weiß besser läuft. Ich schieb's einfach auf die Hitze. Ich schieb's einfach auf die Hitze. Und darauf, dass ich eine eklatante Schwarzschwäche habe. Und dass ich mal gestaucht bin wieder von der Arbeit. Ja, ich weiß, Ausreden. Nee, das war einfach nur, das war einfach schlecht gespielt, aber hier, das sollte ich kennen. Der Springerzug. Naja. Dann ändern wir mal die Plan. Ich wollte eigentlich lang rochieren, aber mit dem Springer mache ich es nicht. Ich werde mich dann einfach normal aufbauen. Hier eventuell mal schön D5 drohen mit der Fesselung. Also wird wahrscheinlich jetzt Läufer D7 kommen. Obwohl der Zug ist natürlich besser. Weil er dann kann er auch sein. Jetzt haben wir einen Spanier. Also das ist ja so wirklich Spanisch. Das kommt mir Spanisch vor. Also als ich das damals gespielt habe, kam so die Idee mit Läufer B7. Die Idee Läufer G4 geht natürlich auch. Läufer G4. Jetzt rochiere ich erstmal. Mein schlechtes Spiel geht weiter? Fragezeichen. Na gut, ich stelle zumindest keine Figuren ein. Aber gut spielen sieht anders aus. Ah, der Damenzug, da habe ich jetzt Glück gehabt. Ich denke, damit unterstützt er mich. Okay, er kann hier aufreißen. Ich glaube, ich spiele mit Schwarz lieber. Und er kann mit dem Springer einfach überführen über D8. Ja, auf diesen Zug hatte ich ja gehofft. Aber er kann natürlich, ja. Aber jetzt gibt er mir eigentlich Gegenspielmöglichkeiten. Er spielt am Königsflügel, ich spiele am Damenflügel. Das normale Ob Motto. Jetzt werde ich erstmal den Bauern da decken. Und bin am Überlegen, ob ich vielleicht doch mal C4 einstreue. Der Bauer ist mehrmals gedeckt. Jetzt ist er nicht mehr angegriffen. Und jetzt streue ich wirklich C4 ein, um Gegenspiel am Damenflügel zu haben. Also Schwarz greift am Königsflügel an, ich am Damenflügel. Wer schneller ist, gewinnt. Auch wenn Schwarz nicht, oder der schwarze König nicht am Damenflügel rumhockt. Also mir wäre es schön, wenn der weiße Feldrückläufer von Schwarz wegfällt. Deswegen bitte. Danke ich mich da jetzt auch mal für. Nimmt, nimmt. Ah, shit. Ich unterstütze jetzt den Bauern da. Nein. Ich nehme ihn nicht raus. Ich gehe auch nicht vorbei. Ich möchte so lange vers möglich versuchen, ihn unter Druck zu setzen. So. Offene Linie besitze ich. Der Springer steht da sehr gut von Schwarz. Ich habe hier einfach einen Rückständigen. Und der Springer störte einfach auf D3 extrem. Dafür hat er einen schlechten schwarzfeldrigen Läufer, der nichts anderes als ein Bauer momentan ist. Das heißt, eigentlich heißt es, wenn ich hier durchkomme, gewinne ich. Und ich muss jetzt versuchen, ihn noch mehr einzuengen. Damit F3. F3 ist, glaube ich, ein bisschen sehr simpel gedacht. Aber
Ich befrage jetzt Thomas 3. Ich möchte mit Springer D3 diesen Springer befragen. Der soll weg. Der ist mir ein bisschen zu stark. Der ist mir ein bisschen zu stark. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Jetzt kann er nämlich mit Turm A rausnehmen, rausnehmen. Turm A4. Ich spiele so schnell. Und ich will heute noch ein Blitzturnier spielen. Juhu. Im Realfach natürlich, nicht auf der Arena oder so. Ich glaube, da überlege ich es mir nochmal. Also einfach nicht besonders. Einfach Springer D3, Turm D3, Turm A4, Dame Seed, er hat eine Verdopplung. Das war Danke, sage ich dazu. Geht aber Fett auch noch. Und hier habe ich geschlafen. Ich hätte den Springer nehmen können erst. Da muss er mit der Dame ziehen. Oh Mann. Nein, ich sehe heute nichts. Hier hätte ich. Naja, gut. Chance vertan. Aber es hätte schlimmer kommen können. Es hätte wirklich schlimmer kommen können. Turm A8. Nein, ich will hier nicht spielen. So. Jetzt hat er natürlich einen relativ guten Läufer. Und jetzt versuche ich einfach. Ich muss Gegenspiel erzeugen. Wobei ich doch langsam denke, ich kann das mindestens Remis halten. Also so schlecht stehe ich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, sein Läufer ist immer noch nicht so stark. Ist eigentlich nur ein Bauer. Den nehme ich jetzt raus. Dann tausche ich den Bauern. Unterstütze jetzt zwar seinen Läufer. Aber der Läufer kann eigentlich nur auf diesen beiden Bauern angreifen. Und da kann er nichts wirklich machen. Ich dagegen kann eigentlich jeden seiner Bauern angreifen. Schon wieder dieses Gefühl, dass ich nicht mit dem Drücken weiterkomme. So. Jetzt ist die Frage, ich gehe hier hin, dann kann ich nämlich das verdecken und gleichzeitig den angreifen. Damit kann der König nicht ziehen. Ich muss hier aufpassen, da kommt er nicht weiter. Und ich laufe jetzt einfach mit dem König mit ins Zentrum. Und hier habe ich jetzt natürlich ein gutes Feld für meinen Springer. Da kommt er nicht weiter. Jetzt vertreibe ich seinen König nach hinten. Jetzt habe ich hier einen sehr starken Springer und die Zeit gewinne ich. Aber ich denke auch, das Endspiel sollte mit ein bisschen hin und her Eier des Springers gewonnen sein. Wenn ich hier hingehe. Wenn ich hier hingehe, hier hin. Was war das denn eben? Gehe ich mal hier hin. Aber was war das denn eben? Ja, also momentan, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Also ich denke so mit Springer, das Endspiel müsste gewonnen sein, auch ohne Zeit, weil ich kann den kriegen. Den hält er nicht auf Dauer. Und ich hoffe, wir sehen uns den nächsten Monat vielleicht. Mal gucken, euer Gambit-Spieler.